Also das sind genau die Leute, die uns im Moment immer mehr drangsalieren, uns unsere Freiheit nehmen, die auf jemand anders zeigen. Der Hintergrund ist nichts anderes, als dass diese Leute von ihrer eigenen Agenda ablenken wollen. Interessant ist, dass am Freitag letzter Woche Herr Lauterbach zusammen mit der Ampelkoalition einen neuen Haushalt verabschiedet hat, in dem der Gesundheitsetat Deutschlands von 24 Milliarden auf 16 Milliarden reduziert wurde. Aber die gesamte Agenda, die überall in der Welt durchgeführt wird, ist die Einführung eben dieses neuen Geldes. Den großen Kurs, den legt die künstliche Intelligenz im Hintergrund fest. Das ist diese Art und Weise, wie man Leute in unserer Zeit plakatiert, um sich nicht inhaltlich mit denen auseinandersetzen zu müssen. Das ist ja das Allerwichtigste, weil gegen unsere Argumente haben die keine Gegenargumente. Das sind alles nur Ablenkungsmanöver, die uns Sand in die Augen streuen sollen, damit wir das wichtigste Projekt auf der Welt nicht ganz mitbekommen, die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Also ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, die nicht gerade sehr gemütlich werden wird. Vor anderthalb Wochen fand das alljährliche WEF-Gipfeltreffen in Davos statt. Dort traf sich die weltweite Elite, um über unsere Zukunft zu bestimmen. Was waren deiner Meinung nach, Ernst, erstmal herzlich willkommen, die größten News auf diesen Treffen? Meiner Meinung nach haben die Menschen ein falsches Bild bekommen von dem, was dort passiert ist. Und ich weiß ja, du schaust gerne hinter die Kulissen. Vielleicht könntest du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie du das wahrgenommen hast. Ja, ich denke, es gab zwei Reden, die wirklich sehr entscheidend gewesen sind. Das eine war eine Rede von Ursula von der Leyen, die ja über mehrere Jahre im Vorstand des WEF gesessen hat und eine ganz enge Vertraute von Klaus Schwab ist. Sie hat gesagt, nicht Konflikte und nicht der Klimawandel sind das Hauptthema der nächsten Zeit, sondern Desinformation und Missinformation. Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass das nichts anderes bedeutet, als dass die Zensur unglaublich verschärft werden wird. Weil mit Desinformation und Missinformation meint sie natürlich das, was sie selber sagen und das, was sie selber auch bekämpfen müssen an Gegenstimmen. Und deswegen denke ich, das ist eine Aufforderung, die Zensur weiter zu verschärfen. Die zweite wichtige Rede war meiner Meinung nach die von Javier Milei. Die war natürlich mit dem WEF abgesprochen. Ich bin ganz sicher, dass Klaus Schwab vorher ganz genau gewusst hat, worauf er sich einlässt. Und Mileys Rede war nichts anderes als eine Art Kriegserklärung an das argentinische Volk, weil das, was Milei jetzt durchsetzen möchte, ist die totale Unterordnung Argentiniens unter das WEF und vor allem unter den IWF, den Internationalen Währungsfonds. Also der Internationale Währungsfonds wird die Politik, die Geldpolitik und die Wirtschaftspolitik Argentiniens in den folgenden 4 Jahren bestimmen und nicht Javier Milei. Also im Grunde hat er nichts anderes als Landesverrat begangen und das eben vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit. Das zeigt aber, in welcher Zwangslage im Moment das WEF und die Eliten der Welt sind. Die haben große Schwierigkeiten, mit der Klimaagenda weiterzukommen. Die wissen, dass die Gesundheitsagenda nicht so einfach wiederzubeleben ist. Die müssen jetzt mit aller Härte alle ideologischen Ausflüchte oder so beiseite räumen und mit ganz knallharten Maßnahmen aufwarten. Und da ist der Herr Milei im Moment die Speerspitze. Es werden sich viele Menschen die Frage stellen, wie? Ich habe das Video mit Herrn Milei gesehen und für mich klang das wie eine Lobeshymne an den Kapitalismus, an die Freiheit. Warum sieht Ernst das anders? Ja, das ist ganz einfach. Also erstmal ist der Kapitalismus da unglaublich einseitig dargestellt worden. Man darf nicht vergessen, dass der Kapitalismus auch dafür gesorgt hat, dass die Rüstungsindustrie weltweit absolut explodiert ist, dass wir 2 Weltkriege gehabt haben. Also ganz so einseitig sollte man die Dinge nicht schildern. Natürlich hat die Initiative von Unternehmern auch viel Gutes bewirkt, aber man muss das Gesamtbild immer sehen und man kann nicht eine Seite einfach so nach vorne ziehen und die andere Seite völlig verschweigen. Und dann muss man eines sagen, man muss Menschen nicht nach dem bewerten, was sie sagen, sondern nach dem, was sie tun. Und was Herr Milei getan hat, noch bevor er die Rede gehalten hat, war erstens ist er nach New York gefahren und hat da seine Unterwürfigkeit gegenüber Israel demonstriert. Und zweitens hat er die Zukunft seines Landes den Interessen des IWF, einer von den USA gesteuerten Organisation, voll und ganz untergeordnet. Und um das Ganze zu kaschieren, hat er da eine Rede gehalten. Er hat ja auch ein Buch geschrieben. Auf dem Buchtitel steht ja auch das Wort Freiheit ganz groß drauf. Also er führt die Leute da auf ganz bewusste Art und Weise in die Irre. Und da muss man wirklich an der Oberfläche ein bisschen kratzen und ein bisschen dahinter die Kulissen gucken. Dann sieht man, dann eröffnet sich einem ein völlig anderes Bild als das, was in den Mainstream-Medien gezeichnet wurde. Danke, Ernst. Wir werden auch am 21. Februar noch mal tiefer hinter die Kulissen des WEF schauen. Ich habe jetzt auch gleich noch eine Anschlussfrage zur Ukraine und der Energiewende. Doch warum ich das da erwähne, vielleicht ist... Ich habe da vielleicht noch eine ganz wichtige aktuelle Information. Ganz interessant ist ja, dass im Moment
in Frankreich sehr viel los ist. Da haben wir ja große Bauernproteste im Moment. In Frankreich haben wir einen Präsidenten, der Young Global Leader des WEF ist. Da haben wir jetzt auch einen Premierminister, der Young Global Leader des WEF ist. Und in Paris, wo gerade ziemlich drastische Maßnahmen gegen den Straßenverkehr eingeführt wurden, haben wir eine Bürgermeisterin, die zu den Contributors des WEF gehört. Und interessanterweise, ich wollte mich über diese drei Personen nochmal informieren heute Morgen, habe ich festgestellt, dass die französische Seite des WEF aus dem Internet herausgenommen wurde. Also ich denke mal, dass man da im Moment nicht so darauf erpicht ist, dass die Leute diese ganzen Querverbindungen französischer Spitzenpolitiker zum WEF direkt vom WEF aus mitbekommen. Ja, ein Schelm, wer hier Böses denkt. Am Gipfeltreffen unter anderem wurde darüber diskutiert, dass die Ukraine der Mittelpunkt der europäischen Energiewende werden soll. Ernst, bevor du dazu vielleicht mal ein paar Worte sagst, was du dazu denkst, wir werden am 21. Februar die Möglichkeit eröffnen, ein Lösungswebinar zu präsentieren, mit dem wir nicht nur die Probleme anschauen, sondern auch Lösungen, ein finanzielles Schutzschild liefern wollen. Um 19 Uhr geht's los und dieses Ticket könnt ihr euch sichern, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Seid schnell, die Plätze werden aus technischen Gründen begrenzt sein. Letztes Mal haben es einige tausende Menschen nicht dazu geschafft. Den Link dazu packen wir unter das Video. Und ich bin sicher, jeder, der dieses Jahr für sich die Vorbereitungen treffen möchte, dass es ihn nicht eiskalt erwischt, für den wird sich dieses Event lohnen. Und nun zur Ukraine, Ernst. Wie sieht's aus? Die ukrainische oder die europäische Energiewende soll in der Ukraine stattfinden. Hieß es beim WEF. Was sagst du dazu? Wie wird sich das auf Europa auswirken? Wird die Ukraine vielleicht der EU tatsächlich beitreten? Was erwartest du hier? Na, darum wird ja schon seit längerer Zeit gekämpft. Also spätestens seit 2014 versucht man ja, Ukraine in den Dunstkreis der EU reinzukriegen. Und jetzt intensiviert man diese ganzen Anstrengungen. Also das ist natürlich eines der Ziele. Viel wichtiger als diese Energiewende ist eigentlich die Digitalwende. Die Digitalwende ist nämlich in der Ukraine in einem Maße vollzogen worden, wie sie in keinem anderen westlichen Land bisher vollzogen worden ist. Was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die Ukraine seit 2019, also bereits 2, 3 Jahre vor dem Krieg, einen jungen Digitalminister eingesetzt hat, der zu dem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt war und der die Digitalisierung des Landes da ganz stark vorangebracht hat. Und bei dieser Digitalisierung hat der Krieg natürlich unglaublich geholfen, weil durch diese ganzen Maßnahmen, diesen ganzen Druck, der durch den Krieg erzeugt wurde, konnte man den Leuten natürlich digitale Maßnahmen viel einfacher unterjubeln oder aufs Auge drücken als in anderen Ländern. Also die biometrische Erfassung des Volkes, die Digitalisierung der Behörden und so weiter, das ist in der Ukraine alles viel schneller vorangeschritten als bei uns. Und das zeigt uns auch, was eigentlich hinter den ganzen Kriegsanstrengungen und der ganzen Kriegstreiberei im Moment steckt. Dahinter steckt einerseits natürlich eine Bereicherung der Großinvestoren in den Rüstungskonzernen und wir wissen, das ist der digital-finanzielle Komplex. Dahinter steckt aber auch, dass man die Leute so unter Druck setzen will, damit man mit dieser ganzen digital-finanziellen Agenda weiter durchkommen kann bei den Leuten. Ja, danke, wenn du von dem digital-finanziellen Komplex sprichst. Wie betrachtest du das vor dem Hintergrund, dass BlackRock einen Deal für den Wiederaufbau der Ukraine unterzeichnet hat? Und was hat der digital-finanzielle Komplex damit zu tun? Ja, das ist ganz einfach ungeheuerlich, weil das Unternehmen BlackRock steht natürlich hinter den ganzen großen Rüstungskonzernen, ist also der ganz große Profiteur dieses Krieges in der Ukraine. Und der Wiederaufbau der Ukraine, der wird mit 600 bis 800 Milliarden veranschlagt im Moment. Der ist von Zelensky in die Hände von Larry Fink gelegt worden. Also Larry Fink und sein Unternehmen BlackRock ist damit betraut worden, den Wiederaufbau in der Ukraine zu organisieren. Historisch ein einmaliger Fakt, dass Unternehmen, was an der Vernichtung und Zerstörung eines Landes am meisten verdient, auch anschließend für den Aufbau verpflichtet wird und daran verdienen wird. Dann schauen wir uns mal die Aussage der holländischen Königin an, die davon sprach, dass der Zugang zur Bildung, dem Gesundheitssystem und den Leistungen des Staats an eine digitale ID geknüpft werden soll. Darüber sprichst du ja schon sehr, sehr lange. Wir haben schon oft genau darüber gesprochen. Und wie schnell denkst du, könnte es deiner Meinung nach jetzt Realität werden? Welche Rolle spielen dabei die digitalen Zentralbanken? Ja, im Moment ist es so, dass da diese Agenda wirklich unglaublich schnell vorangetrieben wird. Und wir werden natürlich auf alle möglichen Art und Weisen abgelenkt. Also ob das die Rede von Herrn Milei ist oder ob das jetzt meinetwegen Tucker Carlsons Besuch bei Wladimir Putin ist oder ob das der Wahlkampf von Donald Trump ist. Das sind alles nur Ablenkungsmanöver, die uns Sand in die Augen streuen sollen, damit wir das wichtigste Projekt auf der Welt nicht ganz mitbekommen. Und das wichtigste Projekt auf der Welt ist die Einführung von digitalem Zentralbankgeld.
Und bei uns hat es in der letzten Woche auch eine Maßnahme gegeben, die ganz entscheidend in diese Richtung deutet. Und das ist die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Diese Bezahlkarte beinhaltet, dass das Geld, was den Flüchtlingen gegeben wird, dass das erstens zweckgebunden ist, dass es zweitens ortsgebunden ist und dass es zeitlich limitiert ist. Das sind drei ganz wichtige Eigenschaften, die auch digitales Zentralbankgeld haben will. Und das ist im Moment so, dass sehr viele Leute einen Groll auf diese Migranten haben und deswegen diese Maßnahmen befürworten. Damit befürworten sie aber im Grunde eigentlich den eigenen Gang ins digitale Gefängnis. Und es hat noch einen zweiten ganz wichtigen Aspekt gegeben in der letzten Woche. Es hat eine Rede gegeben von Christine Lagarde, der Chefin der EZB, der Europäischen Zentralbank. Die hat nämlich in der letzten Woche gesagt, im Stile von Al Gore, dass das, was wir im Moment klimatisch erleben, eigentlich nur das Vorspiel für ein viel schrecklicheres Szenario ist. Sie hat gesagt, dass wir in Zukunft mit ganz schlimmen Dürren rechnen müssen, dass wir mit unglaublichen Wetterphänomenen rechnen müssen, die wir in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben. Also sie hat richtig viel Angst gemacht und hat dann aber gleichzeitig erwähnt, dass das Finanzsystem und das Geldsystem sich darauf einstellen muss. Es war also im Grunde nichts anderes als ein Plädoyer für die Abschaffung des Bargeldes und die Einführung eines Geldes, bei dem man Rücksicht auf den Klimawandel nehmen wird. Und das heißt nichts anderes als das digitale Zentralbankgeld wird vermutlich mit einem CO2-Fußabdruck verbunden werden. Das heißt, uns wird dann nur noch so und so viel an Ausgaben gestattet sein, wenn es gegen die CO2-Agenda geht. Also das Ganze ist nichts anderes als der Weg in die absolute finanzielle Versklavung der Europäer. Auf dem Gipfeltreffen, Ernst, gab es die ein oder andere Überraschung. Ein Beispiel haben wir bereits besprochen, Milei und seine Rede. In den alternativen Medien wurden viele Sprecher beim WEF, die sich kritisch geäußert haben, so gefeiert, als wären sie tatsächlich Gegner dessen. Aber ist das wirklich so? Also kann jemand beim WEF-Treffen dabei sein, der sich dann kritisch dort gegen das WEF äußert? Also wie siehst du das, wenn man auf X folgt, sieht man ja immer wieder auch Kritiker, die dann angeblich dort gesprochen haben, ja? Ich habe ja ein Buch über das WEF geschrieben und habe in diesem Buch ja ganz genau recherchiert, wie das WEF vorgeht. Und Herr Klaus Schwab ist natürlich kein dummer Mensch, sondern hat da ganz raffinierte eigene Taktiken. Und er hat in den 70er Jahren damit angefangen, dass er auch Kritiker ans WEF eingeladen hat. Das Ziel war natürlich, diese Kritiker irgendwie in die eigenen Reihen mit zu integrieren. Und das haben wir in den letzten Jahren des Öfteren erlebt. Wir haben es auch bei großen NGOs erlebt, wie meinetwegen Amnesty International oder der Organisation Greenpeace. Die sind auch mal als große Kritiker des EWEF aufgetreten, sind dann vom EWEF eingeladen worden und sind dann auf diese Art und Weise mehr oder weniger auf Linie gebracht worden. Also man darf sich von diesem ganzen Schauspiel, von diesem inszenierten Theater auf gar keinen Fall blenden lassen. Also das WEF ist eine milliardenschwere Organisation, ganz direkt verbunden mit allen möglichen Geheimdiensten in der Welt, mit allen möglichen Regierungen, stellt ja die Regierungschefs und die großen Konzernchefs in der Welt. Also die sind nicht so dumm, dass sie irgendjemanden auf ihre Bühne lassen, der ihre Agenda wirklich tatsächlich substanziell kritisiert oder irgendwelche Wahrheiten da an die Öffentlichkeit bringt, die die Öffentlichkeit eigentlich nicht hören und nicht sehen soll. Ja, und genau darum geht es auch im nächsten Teil, denn wir haben ein neues Narrativ. Es gibt gefühlt einen Richtungswechsel. Das Klimanarrativ führt Deutschland direkt, wir sehen es ja, in den Abgrund und in die Armut. Wir sehen es an den Pleiten, wir sehen es aber auch am Wohlstand der Deutschen, der immer weiter schwindet. Mittlerweile glauben aber auch schon viele Menschen nicht mehr zu 100% an das Narrativ, also es wackelt. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Vorschläge immer absurder werden. Zum Beispiel wurde jetzt eine Maskenpflicht für Kühe zur Verhinderung des Ausstoßes von Treibhausgasen gefordert. Da kann man eigentlich schon fast nicht mehr lachen, ja? Wird es trotzdem deiner Meinung nach noch in dieser vollen Härte durchgesetzt werden? Was wären die Folgen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also was für mich so ein ganz entscheidender Fakt ist, ist, dass das Unternehmen BlackRock, also das wichtigste Finanzunternehmen der Welt, im Moment so ein bisschen von dieser Klimaagenda abrückt. Also da werden einige Fonds im Moment geschlossen. Und ich habe da aus den Mündern der wirklich entscheidenden Leute bei BlackRock in letzter Zeit relativ wenig zu dieser Klimaagenda gehört. Aber man weiß ja, dass die Politik immer der Finanzwirtschaft folgt und dass es da also tatsächlich noch eine ganze Zeit weitergehen kann, dass man auf dieser Agenda beharrt. Es gibt natürlich auch einige andere Entwicklungen, wo diese Klimaagenda noch eine ganz große Rolle spielen wird. Ich denke ganz besonders in der Landwirtschaft. Also wir haben in der Landwirtschaft, erleben wir im Moment den größten Umbruch in der Geschichte der Landwirtschaft seit 3000 Jahren. Und zwar auf zwei Gebieten. Einmal soll die Felderwirtschaft vollkommen abgeschafft werden und ersetzt werden durch das sogenannte Vertical Farming.
Das heißt also, das Obst und das Gemüse, was wir konsumieren, soll nicht mehr auf Feldern gezogen werden, sondern das soll in Fabriken und in Containern gezogen werden. Das Zweite ist die Einführung von Laborfleisch. Also Fleisch, wie wir es kennen, soll der Vergangenheit angehören. Fleisch in Zukunft soll als Laborfleisch erzeugt werden. Das bedeutet natürlich, dass man das Fleisch nicht mehr über 1,5 Jahre in Form eines Tieres reifen lassen muss, sondern innerhalb von 3 Wochen herstellen kann. Man braucht dann auch kein Futter mehr, man braucht keine Weiden, keine Tiere und so weiter mehr. Das sind beides, sind das unglaublich lukrative Anreize für die Großinvestoren im Hintergrund. Nur man muss den Leuten das irgendwie verkaufen, weil dieses ganze Obst und Gemüse, was durch Vertical Farming erzeugt wird, ist absolut künstlich, hat mit Natur nichts mehr zu tun, genauso wenig wie das Laborfleisch. Man muss also einen Vorwand dafür finden. Und dieser Vorwand ist im Moment immer noch die Angst vor dem Klimawandel. Man sagt den Leuten also, die ganzen Weiden für die Tiere, die müssen eigentlich renaturiert werden, also eigentlich was Positives. Die dürfen auch nicht mehr so sehr mit Nitraten belastet werden und so weiter. Und deswegen müssen wir diese neue Form der Landwirtschaft einführen. Und bei Laborfleisch, da sagt man also, da spricht man jetzt über das Tierwohl, dass die Tiere ja so schrecklich gelitten haben unter der Massentierhaltung. Wichtig ist zu wissen, dass die größten Massentierhalter gleichzeitig die größten Investoren in Laborfleisch sind. Also das sind alles völlig falsche Vorspiegelungen falscher Tatsachen, mit denen die Leute einfach in dieses neue Großgeschäft reingelockt werden sollen. Also es handelt sich dabei um ein riesiges Geschäft. Und das Geschäft, da springen im Moment sehr viele Leute drauf, weil in ganz vielen Bereichen im Moment kein Geld mehr zu machen ist. Also es gibt zwei Bereiche, in denen man wirklich sehr viel Geld machen kann im Moment. Das eine ist die Rüstung und das andere ist die Landwirtschaft. Alles andere bringt im Moment nicht so viel, außer meinetwegen in der Digitalisierung, in der Investition zum Beispiel in künstliche Intelligenz. Ja, wenn wir über Narrative sprechen, um nochmal den Blick zurückzuwerfen, du hast es in der ersten Aussage des Gesprächs schon gesagt, das Thema Desinformation, ja. Wieso ist dieses Thema Desinformation für die Eliten denn jetzt so ein großes Thema geworden, ja? Ich habe jetzt gelesen, man möchte sogar den sozialen Medien untersagen und zur Löschung aufrufen, wenn man im Falle einer Bankenkrise den Menschen Informationen gibt und dadurch mögliche Bankruns ausgelöst werden können. Also man versucht ja jetzt etwas zu tun, was komplett gegen die Meinungsfreiheit geht, und zwar ja, zu zensieren, und das ganz öffentlich. Ja, das ist also unwahrscheinlich, was da passiert. Also ich meine, wir haben jetzt gerade ein Gerichtsurteil hier in Deutschland erlebt gegen jemanden, der gesagt hat, es gibt nur zwei Geschlechter. Also da wird an allen Ecken und Enden geschraubt, da wird die Meinungsfreiheit wirklich mit Füßen getreten. Aber das Ganze ist einfach notwendig, weil man uns eben in ein neues System hineinführen will und dieses neue System ist total undemokratisch. Führt uns in das, was Yannis Varoufakis immer den neuen Techno-Feudalismus nennt. Also das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das ist praktisch geschichtlich ein Rückschritt in eine frühere Gesellschaftsform, nämlich den Feudalismus, in dem der Adel und die Geistlichkeit den Rest der Menschheit beherrscht haben. Man kann die beiden ersetzen heute. Den Adel kann man ersetzen durch den Geldadel und die Geistlichkeit kann man heute ersetzen durch die ja, IT-Konzerne und die künstliche Intelligenz. Und dann hat man das, was man den Weg ungefähr, in den wir im Moment geführt werden. Und da hat die Wahrheit einfach nichts mehr zu suchen. Und deswegen muss man die Wahrheit da mit allen Mitteln bekämpfen. Und das wird natürlich nicht offen getan, sondern das wird unter dem Vorwand getan, dass man Desinformation und Missinformation bekämpft. Ja, das WEF erklärte auch, dass es entschieden gegen diese Desinformation vorgehen möchte und vor allem, das Stichwort fiel immer wieder auch von Klaus Schwab, dem Gründungsvater, gegen die KI, die gefährlich sei und dass sie sich als Bekämpfer von Fake News sehen. Dabei werden ja offensichtlich Fotos von Demonstrationen jetzt gegen rechts gefälscht, auch KI-Fotos, sodass es aussieht, als wären mehr Teilnehmer dort gewesen. Zeitgleich sind die Protagonisten, die ja beim WEF sind, diejenigen, die das größte Geld mit der KI verdienen. Ja, Wie kann da wird man... ein ganz falsches Spiel gespielt. Also wir haben das ja erlebt, vor einem halben Jahr ungefähr ist ja dieser Brief veröffentlicht worden von Steve Wozniak, unterschrieben auch von Elon Musk und unterschrieben von Yuval Noah Harari. Dazu muss man wissen, dass sowohl Elon Musk ein Young Global Leader des WEF gewesen ist, vom Jahrgang 2008, glaube ich, und Yuval Noah Harari ist einer der besten Vertrauten von Klaus Schwab. Und die haben einen Brandbrief veröffentlicht, man müsse ein Moratorium einlegen, man müsse ein halbes Jahr lang die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ruhen lassen. Die drei wussten natürlich von Anfang an, dass das auf gar keinen Fall passieren wird. Aber die drei können sich jetzt genau wie Pontius Pilatus zurücklehnen und sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe euch ja alle vor dem gewarnt, was passiert.
Und das, was im Moment im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert, das ist einfach unvorstellbar. Also der normale Mensch hat nicht den blassesten Schimmer, was da vor sich geht. Also kaum einer weiß, dass ChatGPT jetzt gerade vor einiger Zeit einem Intelligenztest unterzogen wurde und bei diesem Intelligenztest mit 155 Punkten abgeschnitten hat. Also der normale Durchschnittsbürger liegt zwischen 85 und 115. Der Hochintelligenzbereich beginnt mit 130 und Albert Einstein hatte einen IQ von 160. ChatGPT ist inzwischen bei 155. Wenn man jetzt bedenkt, dass ChatGPT, die Version, die wir alle für uns nutzen können im Moment im Internet, 2 Jahre alt ist, dann weiß man, dass da inzwischen schon einiges passiert ist. Und dann muss man noch eines damit dazu nehmen. In China werden im Moment die ersten humanoiden Roboter massenproduziert. Diese humanoiden Roboter sind so konstruiert, dass sie bei der Arbeit lernen. Also die können zum Beispiel Maurerarbeiten oder Kellnerarbeiten oder sonstige Arbeiten durchführen. Und bei jedem Arbeitsgang lernen die dazu, werden also immer effizienter. Die kann man jetzt aber über die künstliche Intelligenz mit ganz vielen anderen Robotern verbinden, sodass dieser Lerneffekt potenziert wird. Wenn man einen dieser Roboter mit 1.000 oder 1 Million anderen Robotern verbindet über die künstliche Intelligenz, dann lernt er 1.000 oder 1 Million Mal so viel und so schnell. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist im Moment dabei, den Menschen zu überflügeln. Und ich kann jedem da nur empfehlen, sich das Buch Frankenstein, vor ungefähr 200 Jahren entstanden, mal durchzusehen. Da wird die Geschichte eines Arztes beschrieben, Dr. Frankenstein, der aus Leichenteilen einen neuen Menschen schafft, den durch Stromstöße zum Leben erweckt. Und dieser Mensch ist dann mächtiger, intelligenter als Dr. Frankenstein und jagt Dr. Frankenstein dann einmal um den Globus. Also das ist ungefähr der Kipppunkt, an dem wir im Bereich der künstlichen Intelligenz stehen. Also das sind wirklich sehr, sehr schlechte Nachrichten für uns alle. Ja, um ein letztes Mal das Thema, also weil es ja das große Narrativ ist, Desinformation aufzugreifen. Wir sehen es jetzt auch bei den Bauernprotesten, wie hier vorgegangen wird, wie hier diffamiert wird. Dir geht es ja mit deinem eigenen Kinderbuch, habe ich es hier stehen? Ich glaube nicht, nein. Geht es dir ja ähnlich. Man wollte dir jetzt unterstellen, und ich habe das Buch meinem Sohnemann mehrfach vorgelesen, ich habe es vielen Menschen geschenkt, empfohlen. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Da geht es um das freiheitliche Denken, wie in vielen anderen Kinderbüchern auch. Ja? Jetzt wirft man dir hier vor, Verschwörungstheorien mit deinem Kinderbuch zu verbreiten. Was genau steckt denn A, hinter den Bauernprotesten? Sind sie wirklich echter Widerstand? Und auch hinter dem Angriff auf dich und dein Buch? Also vielleicht kannst du uns diese beiden Themen mal beantworten. Die Bauernproteste sind meiner Meinung nach ganz ehrlicher Aufstand gegen das, was mit den Bauern getrieben wird. Nur leider viele Bauern sehen das im Moment noch zu eng. Also die wehren sich jetzt gegen die Abschaffung der Subventionen, die gerade für kleine bäuerliche Betriebe natürlich lebensnotwendig sind. Wir wissen ja, dass in den letzten Jahren Zehntausende bäuerliche Betriebe auch schließen mussten. Also diese Leute werden immer mehr in die Enge getrieben. Und das ist, was dahinter steckt, ist natürlich die Agenda, die ich gerade eben erwähnt habe. Also einmal das Vertical Farming und das andere ist natürlich das Laborfleisch. Also auf diese Art und Weise sollen praktisch die Bauern in ihrer oder die gesamte Landwirtschaft in ihrer herkömmlichen Weise ja eigentlich abgeschafft werden. Das sehen die meisten Bauern noch nicht so, die sehen es noch etwas enger und die protestieren. Aber ich muss sagen, natürlich sind das zum großen Teil ganz aufrichtige, ehrliche Menschen, die da auf die Straße gehen. Und deswegen muss ich sagen, muss man diese Leute auch unterstützen. Ja, was mein eigenes Buch angeht, daran kann man sehen, wie diese ganze Agenda gegen die Desinformation und Missinformation funktioniert. Der Bayerische Rundfunk hat einen Beitrag gebracht, in dem vor meinem Buch da gewarnt wird. Da man inhaltlich keine Angriffspunkte gefunden hat, hat man einfach gesagt, also der Mann, der das geschrieben hat, zählt zu den Verschwörungstheoretikern und den Antisemiten, so wie es ja bei der Wikipedia steht. Und deswegen soll man aufpassen, es wurde nicht ein einziges Wort über den Inhalt des Buches gesagt, es wurde nur über mich gesprochen und es wurde auch nicht über meine Ansichten gesprochen. Es wurde einfach nur gesagt, dass ich bestimmten Kreisen zugeordnet wäre und dass man deswegen vor diesem Buch warnen müsste. Also das ist diese Art und Weise, wie man Leute in unserer Zeit plakatiert, um sich nicht inhaltlich mit denen auseinandersetzen zu müssen. Das ist ja das Allerwichtigste, weil gegen unsere Argumente haben die keine Gegenargumente. Die können uns nur schlagen, indem sie uns in irgendwelche Schubladen stecken, in die wir eigentlich überhaupt nicht reingehören. Aber diese Schubladen werden dann bestärkt durch solche Korrektive zum Beispiel oder durch die Wikipedia. Und auf diese Weise werden wir in unserer Zeit eben aufs Grausamste diffamiert, was natürlich zeigt, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern, wie ich es ja schon seit einiger Zeit sage, also spätestens seit 2020 im März sind wir im digitalen Faschismus angekommen. Ja, ich möchte auch nochmal den Zuschauern ein Beispiel dafür geben, wie dieser Journalismus arbeitet.
Denn ich wurde persönlich angeschrieben, warum ich denn mit Verschwörungstheoretikern wie Ernst Wolf spreche. Zeitgleich unterstellt man ihm Verschwörungstheorien haltlos. Also ich glaube, jeder, der auch hier so zum ersten Mal reinrutscht in so ein Thema, sollte sich dazu selbst mal die Frage stellen, was unsere Medienwelt, die wir ja auch durch letzten Endes, ob wir es wollen oder nicht, zwangsweise bezahlen müssen, ja, mit den GEZ-Gebühren finanzieren. Lass uns doch nochmal ein aktuelles Thema aufgreifen. Übrigens nochmal kleine Empfehlung für dein Buch. Das packen wir jetzt gerne mal hier unten als Link rein. Ich würde mich freuen, wenn das auch wieder mal in den Amazon-Listen nach oben schießt. Zeig doch mal dem Bayerischen Rundfunk und den Medien, was ihr davon haltet, wenn man Ernst so derart abstempelt. Außerdem ist er gerade wieder auf Deutschland-Tournee oder die startet kurz nach unserem Webinar, das ja am 21.02. ist. Geht es bei dir weiter mit den nächsten Terminen, Ernst? Gell? Ja, ein Die paar Tage Links packe später bin ich. ich dann, ja genau, da bin ich dann Bitte. unterwegs, da fange ich dann an in Rostock, dann geht es nach Leipzig, dann nach Weimar und schließlich nach Dresden. Und anschließend geht es nochmal in die Ostschweiz dann. Und danach bin ich dann wieder in Österreich. Die Links packen wir auch hier unten rein. Also, ihr wisst, es lohnt sich da auch nachher mal vorbeizuschauen. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit den aktuellen Demos gegen rechts, die ja für viele Menschen schwer einzuordnen sind. Ja, die Medien feiern es jetzt derzeit, als wäre das das ganz, ganz große Thema, wohingegen die Bauernproteste ja dann irgendwie eingeschlafen sind. Ist das, was jetzt gerade hier passiert, deiner Meinung nach eine oppositionelle Bewegung, also gegen diese, ja, gegen diese rechte Entwicklung, wie es die Medienwelt ja darstellt? Ich würde eher sagen, vieles davon ist eher Mitte oder etwas rechts von der Mitte, aber ganz und gar nicht, also ganz und gar nicht rechtsradikal. Wie siehst du denn diese Entwicklung und diese Proteste aktuell? Ich finde es ganz interessant, dass die klarste Einschätzung dieser Dinge haben die Leute im deutschen Osten. Und zwar die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind und die wissen, wie in der DDR das ganze System funktioniert hat. Und die sind bei diesen Protesten sofort in Opposition gegangen und haben gesagt, also das kennen wir. Das kennen wir aus unserer DDR-Zeit, dass nämlich die Regierung und regierungstreue Organisationen zu Demonstrationen aufrufen. Und das kann einfach keinen guten Hintergrund haben. Und natürlich kann das keinen besonders guten Hintergrund haben, wenn man hier in Berlin auch sieht, dass bei diesen Demonstrationen Leute wie Herr Lauterbach in der ersten Reihe mitgenommen haben, Saskia Esken von der SPD da mitgemacht hat. Also das sind genau die Leute, die uns im Moment immer mehr drangsalieren, uns unsere Freiheit nehmen, die auf jemand anders zeigen, nämlich im Moment auf die AfD, und sagen, pass auf, das sind ganz böse Leute, von denen müsst ihr euch fernhalten. Der Hintergrund ist nichts anderes, als dass diese Leute von ihrer eigenen Agenda ablenken wollen und unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenken können, um selbst ihre Agenda durchzuziehen. Also nehmen wir mal den Fall Lauterbach. Herr Lauterbach ist tatsächlich am letzten Sonnabend hier in Berlin vor dem Reichstag aufgetreten und hat gesagt, ich bin hier dabei, nicht in meiner Funktion als SPD-Funktionär oder als SPD-Minister, sondern als anständiger Mensch, der sich gegen unanständige Menschen hier wehrt. Und zwar gegen diese ganzen angeblichen Faschisten der AfD. Interessant ist, dass am Freitag letzter Woche Herr Lauterbach zusammen mit der Ampelkoalition einen neuen Haushalt verabschiedet hat, in dem der Gesundheitsetat Deutschlands von 24 Milliarden auf 16 Milliarden reduziert wurde. Der hat also dem deutschen Volk praktisch 8 Milliarden aus dem Haushalt für die Gesundheit gestrichen und präsentiert sich 3 Tage später als, oder einen Tag später nur, als angeblich anständiger Mensch, der gegen die AfD da auftritt. Also lächerlicher geht es einfach nicht mehr. Ja, wie weit wird das gehen, Ernst, um die Position zu festigen? Ist das angedachte AfD-Parteiverbot, das ja stark diskutiert wird, ebenfalls ein Schritt dazu, dass die Eliten ihre Macht Ja, behalten können das Problem, oder? das Problem bei der ganzen Sache ist, dass viele Leute dadurch natürlich also dann sich mehr oder weniger gedrängt fühlen, also die Position der AfD einzunehmen. Also ich muss sagen, ich stehe der AfD auch sehr kritisch gegenüber. Mir kommt die ganze Entwicklung der AfD sehr komisch vor. Also die AfD ist ja vor einigen Jahren gegründet worden. Noch bevor die richtige, also große Mitgliedszahlen hatte, sind die bei Landtagswahlen angetreten, sind dann gewählt worden. Dann ist der Vorstand ja mehrmals ausgewechselt worden. Heute haben wir da eine ehemalige Goldman Sachs-Bankerin an der Spitze. Wir wissen, dass die AfD für die NATO ist, dass die AfD für Israel im Israel-Konflikt eintritt. Also ich glaube, dass da nicht das Heil von der AfD zu erwarten ist. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieses Theater weiter inszeniert wird, weil man zeigt uns einen Kampf angeblich zwischen den Anständigen und den Unanständigen dar. Aber im Hintergrund wird diese ganze Agenda, nämlich der totalen Digitalisierung und der Einführung von CBDCs, einfach weiter durchgeführt. Also ich finde, Herr Lauterbach ist ein gutes Beispiel dafür, präsentiert sich als anständiger Mensch und entzieht dem deutschen Volk gleichzeitig 8 Milliarden für die Gesundheit. Danke für die Darstellung, die
Chefredakteurin vom Wall Street Journal, Emma Tucker, erklärte beim WF, dass sie die Informationshoheit über die Nachrichten hätten und dass sie die Leute oder dass die Leute mehr hinterfragen sollten. Das war eine ihrer Aussagen. Ja. Siehst du das auch so? Wachen immer mehr Leute auf? Ist es gut oder beschleunigt das deiner Meinung nach eher noch das Vorgehen der Eliten und macht alles noch gefährlicher? Ich denke schon, dass immer mehr Leute da ihre Fragen stellen und immer mehr Leute kritisch gegenüber den Herrschenden da zu denen aufblicken. Also dass die Kritik nimmt überall zu, der Widerstand nimmt natürlich auch zu. Und genau deswegen werden diese ganzen Spiele ja inszeniert. Also die Regierung würde diese ganzen Demonstrationen mithilfe aller möglicher anderen Organisationen, die natürlich von der Regierung und von ihren Cronies da unterwandert ist, die würde das alles nicht machen, wenn sie nicht die Notwendigkeit sähe, das zu tun. Und wir wissen ja, dass diese Demonstrationen auch uns als etwas anderes verkauft werden, als sie wirklich sind. Also uns wird gesagt, da haben Hunderttausende dran teilgenommen. Man weiß von vielen einzelnen Teilnehmern, das waren keine Hunderttausende, das waren erheblich weniger. Also ist man offensichtlich genötigt, den Leuten zu zeigen, wir haben noch sehr viel Rückhalt. Offensichtlich hat man diesen Rückhalt nicht mehr. Und deswegen versucht man das alles. Also ich glaube schon, dass viele Leute aufwachen. Aber natürlich muss man dabei immer aufpassen, weil sehr viele Leute, die aufwachen, haben so eine Art Halbahnung. Und diese Halbahnung ist natürlich sehr gefährlich. Wenn man das Spiel hinter den Kulissen nicht einigermaßen klar durchschaut, dann wird man natürlich schnell selbst zum Spielball dieser ganzen Auseinandersetzung und wird dadurch eben mehr oder weniger zur hilflosen Manövriermasse der Leute, die im Hintergrund die Fäden halten. Ja, die Gefahr ist ja nicht nur auf der Ebene der Unglaubwürdigkeit da, sondern auch, was die eigenen finanziellen Mittel betrifft. Denn ein ganz großes, bekanntes und laut kommuniziertes Ziel war ja, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Ja. Mithilfe welcher Schritte wird das WF auch jetzt in der aktuellen Zeit sich diesem Ziel deiner Meinung nach nähern? Ja, auf jeden Fall. Die CBDCs werden ganz stark vorangetrieben im Hintergrund. Ich habe ja schon erwähnt, dass da die Bezahlkarte hier im Moment ein wichtiger Schritt genau in diese Richtung ist, weil die Leute eben an ortsgebunden, an zeitgebundenes und zweckgebundenes Geld gewöhnt werden. Also in der Schweiz zum Beispiel läuft seit dem 1. Dezember ein Großversuch zwischen der UBS und drei Kantonalbanken und einigen Blockchain-Firmen im Hintergrund, um dieses digitale Zentralbankgeld in Form der Wholesale-CBDC zu testen. Davon findet man in den Schweizer Zeitungen so gut wie gar nichts. In allen anderen europäischen auch Finanzveröffentlichungen findet man so gut wie gar nichts darüber. Das Interessante ist ja, dass selbst im Bankwesen vielen Leuten die Buchstaben CBDC heute noch unbekannt sind. Also da sieht man, dass ein ganz, ganz wichtiges Projekt im Hintergrund ganz stark vorangetrieben wird. Und meine Befürchtung ist, dass man irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft irgendwie einen großen Crash orchestrieren wird und dass man dann mit diesem neuen Geld praktisch so als Allheilmittel aufwarten wird, um den Leuten das unterzujubeln. Also wie so ein großer Crash aussehen kann, das kann natürlich einmal sein, ein großer Finanzcrash. Wir wissen, dass in Amerika im Moment also das Finanzsystem ganz schwer wankt. Natürlich kann das auch wieder durch riesige Zahlungen seitens der Fed erstmal aufrechterhalten werden. Aber ich denke schon, dass man darüber nachdenkt, dass man das Ganze vielleicht tatsächlich so wie 1929 einmal krachen lässt, um dann mit dem neuen Geld aufzuwarten. Natürlich wissen wir, dass es auch andere Entwicklungen gibt. Also einmal die Kriege führen eben dazu, dass man so ein Geld, also diese ganze biometrische Erfassung der Leute und die Einführung von digitalem Zentralbankgeld sehr erleichtern kann. Und natürlich sehen wir im Moment einen Prozess, der gerade so in den Anfangsstufen ist, von dem die meisten Leute noch nicht wissen, woher der Wind weht. Und zwar ist das die Entlassung, die anstehenden Massenentlassungen auf der Grundlage des Fortschritts der KI. Also wir sehen im Moment, dass das anfängt, gerade bei den großen Tech-Konzernen. Da werden im Moment Zehntausende von Leuten entlassen, weil die natürlich die Ersten sind, die wissen, wie man diese Technik anwendet. Aber ich erinnere gerade hier in Deutschland die Leute immer gerne daran, wir haben in der Verwaltung in Deutschland 5 Millionen Jobs, 2,5 ungefähr Ganztagsjobs, 2,5 Halbtagsjobs. Und diese Jobs sind in den nächsten 3, 4, 5 Jahren aufs Äußerste gefährdet, aufgrund des Fortschritts der KI. Und wenn diese ganzen Leute dann tatsächlich als Arbeitslose auf der Straße landen, wenn man diese riesige Welle der Arbeitslosigkeit gleichzeitig verbindet mit einem Finanzcrash, dann kann man den Leuten natürlich sagen, wir helfen euch jetzt aus dieser Misere heraus. Wir bieten euch an das universelle Grundeinkommen. Auf die Art und Weise seid ihr zumindest erstmal sicher. Und dieses universelle Grundeinkommen können wir euch aber nur geben in Form von digitalem Zentralbankgeld. Das ist für mich so, dass die Zukunft, in die wir laufen. Und deswegen glaube ich ja auch,
dass wir alle uns darauf ganz wichtig, dass es ganz wichtig ist, sich darauf vorzubereiten, auf dieses wirklich apokalyptische Szenario. Also es gibt da kaum noch einen Ausweg und jeder von uns muss fragen, was kann ich als Einzelner tun, was kann ich in der Gruppe tun, um mich vor dieser wirklich sehr, sehr gefährlichen Entwicklung zu schützen. Ja, und wenn man sich das Bürgergeld mal anschaut, dann ist die Konzeption ja schon perfekt. Es fehlt nur noch die Bezahlkarte, die die Bedingungen dran koppelt, dass wir dieses Grundeinkommen etabliert haben. Wer mal drüber nachdenken möchte, als kleiner Wink. Schauen wir uns noch mal die Geopolitik an. Und zwar, hier tun sich ja aktuell sehr beunruhigende Themen auf und die Situation im Nahen Osten eskaliert. Du hast ja bereits in den letzten Interviews vorausgesagt, dass du genau das kommen siehst und befürchtest, dass die Situation dort weiter verschlechtert. Und tatsächlich wird die Situation jetzt immer angespannter. Auch die Rhetorik der deutschen Politiker geht immer mehr in Richtung Krieg. Gibt es aus deiner Sicht dort etwas Neues und könnte vielleicht auch Deutschland in so einen Krieg gezogen werden? Wir haben ja in der Ukraine Ähnliches gesehen. Was sind die Auswirkungen auf uns? Ja, ganz erschreckend sind im Moment die ganzen Nachrichten, die aus Polen kommen. Also in Polen bereitet man sich ganz offensichtlich jetzt auf kriegerische Auseinandersetzungen vor. Und ich habe ja sogar vor einem Jahr schon gesagt, also wenn ich in Polen leben würde, dann würde ich mir überlegen, das Land zu verlassen, weil Polen ist bestimmt der nächste Ort, der möglicherweise zu einem ganz großen Brandherd werden kann. Also ich glaube, in Europa, wie gesagt, ist Polen das am meisten gefährdete Land. Und was den Nahen Osten angeht, da sehen wir natürlich eine kontinuierliche Eskalation von allen Seiten. Also da sehen wir jetzt, dass über die Houthis da der Jemen mit hineingezogen wird. Wir wissen, dass die Houthis im Hintergrund vom Iran finanziert werden, genauso wie die Hisbollah im Libanon. Da wird allerdings auch wieder ganz interessant der amerikanische Wahlkampf mit hineingezogen, weil in Amerika wird den Leuten jetzt von Seiten Trumps suggeriert, also wenn ihr mich jetzt wählt, dann werden wir auf jeden Fall mit diesem Krieg Schluss machen. Dazu muss man allerdings wissen, dass Trump einer der Wegbereiter dieses Krieges gewesen ist, weil Trump nämlich in seiner Arbeit, in seiner Amtszeit erstens die Botschaft der USA von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, was natürlich eine unglaubliche Provokation gewesen ist gegenüber den arabischen Minderheiten. Aber Trump hat auch die Golanhöhen damals anerkannt als israelisches Staatsgebiet. Die Golanhöhen gehören aber zu Syrien, sind aber seit dem Sieben-Tage-Krieg von Israel besetzt gewesen. Also auch da hat Trump im Hintergrund gezündelt und dafür gesorgt, dass dieser Konfliktherd weiter noch heißer werden konnte. Also ganz interessant wird sein, wie der amerikanische Wahlkampf da, welchen Einfluss der auf diesen Krieg nehmen wird. Aber dass dieser Krieg weiter geführt wird, das ist ganz klar. Ich meine, die Gelder, die da freigegeben worden sind und die Gelder, die in Zukunft da reinfließen werden, die sind für die Investoren einfach ein solch gefundenes Fressen. Und wir wissen ja auch, diese Kriege dienen dazu, um diese Länder eben dieser totalen Digitalisierung und der Einführung von digitalem Zentralbankgeld eben näher zu bringen. Ja, danke. Wie interpretierst du das riesige NATO-Großmanöver, über das man auch gerade vieles gelesen hat, zur Abschreckung Russlands? Also, wie deutest du das? Also eine weitere Eskalation hier in Europa, um die Leute einfach daran zu gewöhnen, dass sie also auch die Ausgaben fürs Militär immer größer werden. Also wir haben ja auch jetzt erlebt, also ich habe ja gerade eben von dem Gesundheitsetat gesprochen, der letzte Woche verabschiedet wurde. Interessant ist ja, dass der Militäretat oder der Rüstungsetat, angeblich der Verteidigungsetat, aber wenn man sich genau ansieht, was alles in die Rüstung fließt, dass der von ungefähr 60 Milliarden über 80 Milliarden hochgeschraubt wurde. Also es fließt im Moment unglaublich viel Geld in die Rüstungsindustrie und dafür muss man natürlich eine Begründung finden. Und die Begründung im Moment ist natürlich, dass wir es mit einem ganz schrecklichen Diktator in Russland zu tun haben. Das Dumme ist, dass dieser Diktator in Russland auch noch dieses Spiel mitspielt und tatsächlich auf diese Kriege eingeht, statt zu sagen, nein, wir lassen die Waffen ruhen. Also da hat man natürlich einen Kontrahenten, der das Spiel mitspielt und auf diese Weise wird die Eskalation jetzt weiter vorangetrieben und die ganzen Investoren im Hintergrund, die reiben sich natürlich die Hände, weil das ein gefundenes Fressen ist. Wir wissen ja spätestens seit Friedrich Schiller, also der größte, der beste Kaufmann ist der Krieg, der macht aus Stahl Gold. Also da darf man sich ja gar keine Illusionen drüber machen, dass da im Hintergrund sehr viele Menschen oder eine kleine Minderheit von Menschen auf eine unglaubliche Art und Weise sich bereichert. Ja, du hast uns ja schon öfter erklärt, dass hinter den beiden Seiten die gleichen Strippenzieher stecken in solchen Kriegssituationen. Denkst du, dass wir nach all diesen Kriegen auch auf offizieller Ebene eine Zentralisation des Machtgefüges sehen? Das ist ja das, wonach alle streben, sodass wir tatsächlich vielleicht irgendwann mal eine Art Weltregierung sehen könnten oder auch, wenn das Wort so nicht verwendet wird, hat ja Ursula von der Leyen auf dem Gipfeltreffen von so einer ähnlichen Sache gesprochen, als sie denn globale Kooperation ansprach. Also, was tut sich denn mit diesen Entwicklungen auf? Wie weit geht das deiner Meinung nach?
Wir haben ja im Moment eigentlich schon so etwas wie die Vorstufe zur Weltregierung. Also wir haben ja die Vereinten Nationen zusammen meinetwegen mit dem WEF und dem IWF und der Weltbank. Das ist natürlich ein Machtzentrum, das den Eliten jetzt schon so als eine Art Weltregierung dient. Und dann haben wir natürlich ganz wichtigerweise in den letzten 3 Jahren die WHO dazu bekommen. Die WHO, der ja immer mehr Kompetenzen zugestanden werden, und die WHO, die natürlich über diese Gesundheitsagenda das Ganze steuern kann. Da hat man natürlich die Welt in die Zange genommen. Auf der einen Seite kann man das Gesundheitsnarrativ da bedienen, auf der anderen Seite wissen wir, dass die UN das Klimanarrativ bedient. Und drittens wissen wir natürlich, dass die Regierungen der Welt alle dieses Spiel gerne mitspielen, um von den eigenen Schwierigkeiten abzulenken. Natürlich, China ist genauso ein Spieler auf dieser Ebene wie Russland, wie die USA, weil diese ganzen Regierungen natürlich auch unter Strom stehen. Also gerade China zum Beispiel hat im Moment riesige Probleme. In China ist gerade am 29.01. der größte Immobiliengigant da über den Jordan gegangen. Bedeutet natürlich für den chinesischen Finanzmarkt riesige Schwierigkeiten. Das bedeutet natürlich auch für die KP riesige Schwierigkeiten. Und die brauchen natürlich auch irgendetwas, um abzulenken. Und für die ist es natürlich wunderbar, immer auf die USA zu weisen und die Sanktionen der USA zu weisen und auf diese Weise die eigene Agenda voranzuschrauben. Aber die gesamte Agenda, die überall in der Welt durchgeführt wird, ist die Einführung eben dieses neuen Geldes. Das wird in Russland vorangetrieben, das ist in China schon weiter voran als bei uns überall, also als im Westen. Und das wird bei uns natürlich auch, wie ich das ja schon an einigen Beispielen erklärt habe, ganz gewaltig vorangetrieben. Zusätzlich sehen wir nicht nur die kriegerischen Verwerfungen auf der geopolitischen Bühne, sondern auch wirtschaftliche. Der CSI 1000, also der chinesische Aktienindex, ist alleine dieses Jahr um 30% abgestürzt. Und Evergrande, also dieser riesige Immobilienkonzern, wird nun liquidiert, also ist ebenfalls insolvent. Ist das alles von diesem digital-finanziellen Komplex geplant oder warum passiert das jetzt? Und könnte das nicht vielleicht eine Bankenkrise auslösen, vor der sich ja alle freigesprochen haben, zumindest auf medialer Bühne? Ja, das Interessante ist, dass diese Bankenkrise ja schwelt seit einiger Zeit. Also in den USA haben wir eine ganz große Bankenkrise. Also die Regionalbanken stecken da ganz, ganz tief im Schlamassel drin. Und in China haben wir ja sowieso das größte Schattenbankensystem der Welt. Und das ist natürlich, steht auch auf ganz tönernen Füßen. Nur es ist im Moment so, dass die Zentralbanken inzwischen so viel Macht haben, die natürlich auch mit den großen Vermögensverwaltern, gerade mit BlackRock, zusammenarbeiten. Die haben die Möglichkeit, eben diesen ganz großen Crash immer noch mal hinauszuzögern. Aber den kann man eben nicht unendlich hinauszögern. Irgendwann muss man den zulassen, weil irgendwann setzt sich auch da das Gesetz der Schwerkraft durch. Also irgendwann kann man da nicht weiter operieren, so wie man in der Vergangenheit operiert hat. Aber ich denke, die Macht dieser Leute ist im Moment noch groß genug, dass die selber den Zeitpunkt bestimmen werden, wann dieser Crash stattfindet. Und meine große Vermutung ist eben, dass man dann eben mit dem neuen Geld aufwarten wird und den Leuten das als also eine Art humanitäre Aktion anbieten wird. Was danach sein wird, das wird natürlich an ein riesiges Chaos führen. Und ich glaube ja, dass danach eine Zeit stattfinden wird, in der sich riesige große Parallelgesellschaften bilden, in der sich auch das alte Geld wieder durchsetzt, also in Form von Münzen, in der wir also einen ganz großen Rückschritt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch einen ganz großen Fortschritt erleben werden, weil die Menschen einfach nicht bereit sein werden, sich dieser digitalen Sklaverei endlos zu unterwerfen. Ja, dazu werden wir auch noch mal tiefgründiger sprechen. Ich kann euch nur noch mal kurz den Tipp geben. Unter dem Video findet ihr den Link. Finanzielles Schutzschild. Wir werden auch darüber tiefer am 21. Februar sprechen. Ein Thema allerdings ernst, auf das viel Hoffnung gegeben wird, ist der politische Wandel auf dem Globus. In diesem Jahr 2024 haben wir ein sogenanntes Superwahljahr. Über 50% der Weltbevölkerung geben ihre Stimmen an der Wahlurne ab. Auch ein Wort, das man sich nochmal genau auf der Zunge zergehen lassen sollte, Wahlurne. Wie stehst du denn dazu? Ist das echt? Wird auch hier alles von den Eliten gesteuert oder insbesondere interessant, weil eben viele Menschen die Hoffnung da reingeben, dass dieser politische Wandel endlich wieder zurück zur ja, herbeigesehnten Freiheit führen kann? Das ist leider eine große Illusion, dass wir in die alte Welt wieder zurückgehen können. Also da sind wir viel zu weit auf diesem Weg fortgeschritten. Und ich will da mal ein Beispiel, das Ganze an einem Bild mal erklären. Also für mich sind die Staaten im Moment wie große Schiffe. Und die Kapitäne und die ersten, zweiten und dritten Offiziere dieser großen Schiffe, das sind die Regierungen. Und die dürfen jetzt neu gewählt werden. Aber was die Leute nicht wissen, diese Schiffe werden inzwischen ferngesteuert. Die werden ferngesteuert vom digital-finanziellen Komplex über die künstliche Intelligenz.
Das heißt, die Kapitäne, die haben die Möglichkeit, meinetwegen den Kurs um 3 Grad nach links oder um 3 Grad nach rechts zu verändern. Aber den ganzen Kurs, den großen Kurs, den legt die künstliche Intelligenz im Hintergrund fest. Und deswegen soll keiner sich Illusionen machen, dass irgendeine Regierung auf dieser Welt irgendeine Chance hat, irgendetwas wirklich Wichtiges, Substanzielles zu verändern. Wir stecken da drin in der absoluten Kontrolle durch den digital-finanziellen Komplex. Und da kommen wir nur heraus, indem wir uns selber helfen und uns auf keinen Fall auf die Regierungen verlassen. Wie erwartest du, dass sich die gesamte Situation jetzt weiterentwickeln wird nach dem WEF-Treffen? Also, welche Schritte werden die Eliten als nächstes tätigen und worauf dürfen wir uns einstellen? Ich denke, die ganze Situation wird sich weiter verschärfen. Wir sehen ja, dass die Bauernproteste im Moment auch nicht enden. Da wird es auch weitere Proteste geben. Wir sehen, dass die ersten großen Entlassungen anstehen. Das wird natürlich zu weiteren Protesten führen. Wir sehen ja im Moment, dass es auch jede Menge Arbeitskämpfe gibt. Also es gibt bei uns Streiks bei der Bahn jetzt im Moment gerade im Luftgeschäft. Das wird sich auf jeden Fall weiter fortsetzen. Also die sozialen Auseinandersetzungen werden sich verschärfen. Und der Gang, den die Herrschenden da vorlegen, der wird sich auch weiter verschärfen. Wir sehen ja, dass der Haushalt in Deutschland ganz gewaltig zusammengekürzt wurde. Das wird sich natürlich auch auswirken auf die Leute. Also ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, die nicht gerade sehr gemütlich werden wird. Aber natürlich eine Zeit auch, in der viele Leute aufwachen werden und der viele Leute erkennen werden, dass die Leute, denen sie bisher gefolgt sind, es nicht gut mit ihnen meinen. Also ich denke, dass immer noch sehr viele Leute einfach nicht die Zeit haben, sich mit Politik zu beschäftigen oder auch einfach nicht gewillt sind, sich da weiter zu informieren und in ihrer Bequemlichkeit ein bisschen erstarrt sind. Aber die werden im Moment durch die reale Entwicklung aus ihrer Bequemlichkeit rausgeworfen. Die werden aus der Hängematte mit großer Kraft rausgeschmissen. Und wenn die auf der Erde landen, dann werden sie sich umgucken und denken, was ist jetzt los? Wie kann ich mich informieren? Wie kann ich aus dieser Situation herauskommen? Und da müssen wir natürlich da sein und die Leute über das informieren, was im Hintergrund da gespielt wird und was tatsächlich die Agenda ist, die um uns herum tatsächlich im Moment durchgesetzt wird. Wird die Kluft zwischen Arm und Reich deiner Meinung nach noch größer? Ja, das kann man ja am Beispiel Argentinien sehen. Also wenn man sieht, was der IWF mit Argentinien vorhat, dann ist das ein Frontalangriff auf die arbeitende Bevölkerung zugunsten der wenigen Großkonzerne, die Argentinien im Moment vor allen Dingen aus dem Ausland beherrschen. Also wir werden weltweit eine ganz gewaltige Verschärfung der sozialen Ungleichheit zwischen den Großen und den Ländern, vor allem in Afrika, in Südamerika und in Asien sehen. Wir werden aber auch eine gewaltige Verschärfung der sozialen Ungleichheit in den industriellen Zentren, also auch hier in Europa erleben, auch in den USA. In den USA ist es ja ganz offensichtlich, wenn man sich heute anguckt, wie viele Zeltstädte es da gibt, wie viele Wolkenkratzer in den Großstädten da inzwischen Leerstand erleben, also da, wie viele Menschen da inzwischen also im Müll wühlen, dann sieht man auch, dass die Opiatkrise ja gerade in den USA inzwischen fast unvorstellbare Ausmaße annimmt. Also da der Drogenkonsum ist da unglaublich hochgegangen in den letzten Monaten. Also da sind Zustände teilweise herrschen da in den amerikanischen Großstädten, wie man sie früher eigentlich nur in südamerikanischen Großstädten erwartet hätte, in den großen Favelas irgendwo in Südamerika. Also ich glaube, dass wir auf einem Weg sind in eine gewaltige Verschärfung all dieser Umstände. Und das bedeutet natürlich für den Einzelnen, wichtig ist es, sich zu informieren und wichtig ist es, auf diese ganze Agenda vorbereitet zu sein und nicht überrascht zu sein und die ganzen Lügen, die uns jeden Tag da präsentiert werden, einigermaßen zu durchschauen, um auf diese Art und Weise wenigstens ruhig schlafen zu können und zu wissen, dass man sich und seine eigenen Angehörigen und seine Freunde und Bekannten irgendwie durch diese schwierige Zeit mit hindurch durchmanövrieren kann. Ja, mir wird auch oft die Frage gestellt, Dominik, wie kannst du denn mit diesen ganzen Themen so entspannt umgehen? Wie kannst du denn für dich dieses ganze Thema so handeln, dass du nicht ständig in der Angst lebst? Aber die Antwort ist ganz einfach. Du brauchst die Vorbereitung und du brauchst die Informationen, damit du eben nicht unerwartet getroffen wirst. Also ich glaube, jeder, der sich dieses Gespräch heute angesehen hat und der versteht, aus welchen Richtungen die Einschläge kommen und wie man die Dinge interpretieren sollte. Und ich rege auch jeden dazu an, nochmal selbst zu hinterfragen, der wird wahrscheinlich etwas unüberraschter sein, wenn die Dinge doch anders kommen, als es uns die Medien mitgeben. Und genauso auf finanzieller Ebene. Man muss eben seine Schritte in den Vorbereitungen treffen oder spätestens jetzt getroffen haben. Ansonsten wird es in den nächsten Jahren heftig. Dazu haben wir dieses Event ins Leben gerufen, Ernst. Und ich glaube, wir werden dort wieder mal spannende Einblicke hinter die Kulissen geben, vor allem unzensiert sprechen können. Und das Wichtigste, die Zuschauer haben endlich mal die Chance, dir und mir auch live ihre Fragen zu stellen. Deswegen möchte ich jeden anregen und einladen, sich zu unserem gemeinsamen Webinar am 21. Februar Finanzielles Schutzschild anzumelden. Seid unbedingt dabei, nutzt die Chance. Das letzte Gespräch mit Ernst Wohl von mir findet ihr übrigens hier.
Und alle Links auch zu den Vorträgen von Ernst, beziehungsweise alles weitere, was wir heute besprochen haben, findet ihr in der Infobox. Besucht gerne Ernst auch mal live. Ich freue mich und sage danke an die Zuschauer und danke an dich, Ernst. Danke für die Einladung.